Willkommen, Marius Ebert hier. In diesem Video kläre ich die Begriffe Festplatzsystem und Freiplatzsystem. Aber ehe ich hier konkret darauf eingehe, zunächst mal, wo sind wir? Und die Antwort lautet, wir sind im Lager. Und es geht hier um Lagerungssysteme. Und es geht teilweise auch um das Zusammenspiel zwischen einer Dokumentation der Lagerung und der eigentlichen Lagerung. Da sind wir. Also die Frage, nach welchem Prinzip lagern wir ein? Es geht um ein Lagerungsprinzip. Beziehungsweise um zwei, denn es gibt hier zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Und das eine hat Vorteile und Nachteile, das andere hat Vorteile und Nachteile. Und das ist ja der Grund, warum es mehrere Systeme gibt, weil nicht das eine das einzig Seligmachende ist. Und zwar unterscheiden wir Festplatzsystem und Freiplatzsystem. Und wenn wir auf die Worte schauen, dann sehen wir den Unterschied im ersten Teil des Wortes. Der Rest des Wortes ist genau gleich bei beiden Begriffen. Also fest und frei sind hier die wirklichen Schlüsselsignale, die uns helfen, diese beiden Dinge zu unterscheiden. Was System angeht, ist beides gleich. Die Worte sind genau gleich. Und was Platz angeht, ist es auch genau gleich. Der Unterschied ist am Anfang. Was ist ein Festplatzsystem? Ein Festplatzsystem bedeutet, wir haben hier verschiedene Lagerungsgüter und diese Lagerungsgüter haben jeweils einen festen Platz. Da, wo die anderen von der gleichen Art auch sind, da kommen die dann dazu. Ich behaupte mal, dass in jeder einigermaßen aufgeräumten Küche das Festplatzsystem vorherrscht. Das heißt, die Gabeln sind an einer bestimmten Stelle, die Messer sind an einer bestimmten Stelle, die Pfannen sind an einer bestimmten Stelle und die Töpfe auch. Ja, also statt hier Dreieck und Rechteck und Kreis kann man sich auch Gabeln, Messer und von mir aus Löffel oder Töpfe und Pfannen vorstellen. Ja, jedes dieser Waren, die einzulagern sind, hat jeweils einen festen anderen Platz. Das ist das Festplatzsystem. Und das Festplatzsystem hat einen großen Vorteil, nämlich schnelles und einfaches Finden. Nicht suchen, finden. Ja, Schlüsselwort ist finden, nicht suchen. Sie finden die Dinge schnell. Sie finden die Dinge quasi blind. Ein guter Koch findet und sollte finden in seiner Küche, die seinen Arbeitsplatz darstellt, die Dinge blind finden. Festplatzsystem bedeutet im Extrem ein blindes Finden. Ja, ich schreibe das mal hier dazu in Gänsefüßchen, ja, weil man sich das gut merken kann. Festplatzsystem bedeutet, alles hat seinen festen Platz und man kann es dementsprechend auch blind finden. Wenn ich in die Schublade greife und ich greife ganz nach links, dann weiß ich, da sind die Gabeln zum Beispiel. So, das ist das Festplatzsystem. Das Freiplatzsystem bedeutet, wie der Name schon sagt, gelagert wird dort, wo gerade im Moment jetzt Platz ist. Ja, wo soll man die Palette hinstellen? Ja, da im Gang links, dritte, da schiebt die mal rein, da ist gerade Platz. Das ist das Freiplatzsystem. Der große Vorteil ist, das ist sehr platzsparend.
Ja, wir können praktisch immer die gesamte Fläche, die wir haben, im Prinzip immer nutzen, weil wir alles überall lagern. Ja, ist also eine sehr gute Platzausnutzung, wahrscheinlich besser als beim Festplatzsystem. Ja, Platz sparen, gute Platzausnutzung. Aber ist der Nachteil, wir brauchen ein Lagerverwaltungssystem. Ich sagte eingangs, es geht hier auch um das Zusammenspiel von unserer Lagerung und der Dokumentation der Lagerung. Beim Festplatzsystem, und das ist ein weiterer Vorteil, brauchen Sie keine Dokumentation. Sie wissen ja, wo Sie die Gabeln hinpacken. Und wenn Sie das zwei, dreimal gemacht haben, dann finden Sie es blind wieder. Also warum sollen Sie das noch dokumentieren? Denken Sie mal an Ihre Küche. Sie brauchen beim Festplatzsystem keine Dokumentation. Das heißt aber auch, dass das irgendwie irgendwo begrenzt ist. Ja, das ist wieder ein Nachteil beim Festplatzsystem. Es ist begrenzt. Also Messer, Gabel, Löffel, Töpfe, Pfannen. Viel mehr brauchen wir ja auch nicht. Die Gläser vielleicht noch. So. Das sind aber mit den wesentlichen Dingen kann man schon in der Küche eine Menge anfangen. Ja, das ist also ein Nachteil. Das Ganze ist begrenzt. Während beim Freiplatzsystem der Vorteil ist, es ist, wie soll man denn sagen, ja, platzsparend und ausbaubarer, nenne ich das mal. Ja? Ausbaubarer als das Festplatzsystem. Da stoßen Sie irgendwann mal an die Grenzen, die Ihr Gedächtnis Ihnen bietet. Na, wie gesagt, Messer, Gabel, Löffel, Töpfe, Pfannen und von mir aus Gläser. So, das kann sich jeder merken. Na? Und dann kann man auch sehr schnell jemand anders einarbeiten. Man sagt, pass mal auf, guck mal hier. Da haben wir alles schon mal erlebt, ne? Dass uns jemand zeigt, was in der Küche wo ist. Guck mal, da sind die Gläser, da sind die Gabeln, da sind die Löffel, da ist das, da ist das, da ist das. Ja, das ist in, schätze ich mal, unter einer Minute ist die Einarbeitung passiert hier. Na, das wäre wie ein Vorteil. Schnelle Einarbeitung. So, während Sie beim Freiplatzsystem gelagert wird dort, wo gerade Platz ist, ein Lagerverwaltungssystem brauchen und damit eine Abhängigkeit schaffen. Sollte man nicht unterschätzen. Ja, diese Abhängigkeit, die wir konstruiert haben von der EDV, von der elektronischen Datenverwaltung. Auch hier wieder, was ist, wenn dieses EDV-System ausfällt? Dann wissen wir nicht mehr, wo was ist. Während in der Küche, wir immer noch wissen, wo die Messer, die Gabeln und die Löffel sind. Aber beim Freiplatzsystem, ja, da stehen wir da. Ne? Da stehen wir da. Können wir nicht einlagern und da können wir auch nicht entnehmen, es sei denn, wir finden zufällig mal gerade das, was wir brauchen, indem wir die Gänge durchgehen und überall gucken, vielleicht sogar die Planen hochheben müssen, um genau zu sehen, wo das ist, was wir brauchen. Ja, also, das Freiplatzsystem schafft eine Abhängigkeit von einem Lagerverwaltungssystem. Und wenn das ausfällt, dann stehen wir dumm da bei der Einlagerung und auch bei der Entnahme. Ja, so. Damit habe ich so im Wesentlichen die Dinge kontrastiert und auch die Unterschiede klar gemacht. Der Vorteil des einen ist oft der Nachteil des anderen. Ja, denken Sie immer daran, Sie fangen an irgendeiner Stelle an, Sie machen sich das Grundprinzip klar, Sie bauen sich eine Brücke vom Wort zum Inhalt. Ist immer das gleiche Prinzip, was ich hier mache. Ja, und das möchte ich rüberbringen an möglichst vielen Beispielen. Deswegen mache ich diese vielen Videos, damit Sie verstehen, wie Sie Lösungen generieren können. Ja, nochmal, ich habe hier kein festes Prinzip. Ich generiere, während ich das Video mache, selber. Ich habe kein festes Skript, ja, sondern ich gucke selber, wie visualisiere ich das am besten, wenn das Video läuft. Und ich stelle dann eben fest, dass
der Vorteil des einen auf der Nachteil des anderen ist. Und das ist wunderbar. So hole ich mir die Punkte in der Prüfung. Ja? Sodass ich also auch zum Beispiel sagen kann, wenn ich hier eine Abhängigkeit habe, dann habe ich hier zum Beispiel keine Abhängigkeit. Na? Hier habe ich nur meinen Kopf, da ist alles gespeichert. Und das vergisst man auch nicht so schnell, wo die Messer, Gabel und Löffel sind. Ja? Und so weiter und so weiter. Ja? So generiert man Lösungen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.